Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute gibt's wieder was von der Firma Funhole. Der Name macht mich immer noch fertig, aber ich muss sagen, das war für mich die Firma 2022. Da kamen sie auf den Markt und die liefern einfach mit die besten Sets. Ob einem jetzt das Set vom Aussehen her gefällt, das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber Qualität der Steine, Anleitung, Lieferumfang, Karton, Packungsdesign, Liebe in der Anleitung, da kommt echt nur Pantasi noch mit. Und auf das habe ich mich tierisch gefreut. Ihr wisst, oder manche wissen es, ich bin ein riesengroßer Indiana Jones Fan, jawohl. Und jetzt haben wir hier den Tempel im Dschungel beleuchtet, jawohl. Rückseite. Okay. Wir haben 1242 Teile. Ich baue das Ding jetzt mal auf, dann seht ihr ein paar Bilder vom Aufbau und vom fertigen Produkt, vor allem wie es beleuchtet aussieht. Und dann sage ich euch mal, ob das was taugt oder nicht. So, da haben wir es. Aufbauzeit waren so
2,5 Stunden. Es geht schnell. 1200 noch was Teile, 1242. So, ich drehe es euch einmal. Nicht wundern, man sieht hinten natürlich die Batteriebox. Das ist ein Set, was man sich von vorne angucken soll. Aber das wissen wir ja, nicht alle Display-Sets kann man von allen Seiten zeigen. Ich denke, sie hätten sich sogar noch, wenn sie wirklich drauf angelegt hätten, hätte man den Sockel hier hinten alles ein bisschen höher machen können und die Batteriebox vielleicht da noch unten rein mit einer Klappe oder so. Aber okay. Ansonsten finde ich das hier für mich schon eins der Sets des Jahres. Ehrlich. Also ich bin großer Indiana Jones Fan. Insofern hatte mich das Set natürlich sofort. Es ist liebevoll und schön gemacht. Und ich finde, es ist ein perfekter Einstieg in eine Dschungelwelt, wie man jetzt... Ja. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das Set hier nehmen, zusammen mit meinen 5 Xingbao Dschungelsets. Link kommt in der Endcard zu den Xingbao Dschungelsets. Hier habe ich übrigens noch, wer sie haben will, um das hier zu ergänzen. Die sind von sehr, sehr guter Qualität und sind einzigartig. Ja, das ist so ein riesiger Gorilla-Kopf und auch ein Tempeleingang und ein Wasserfall im Dschungel. Das Set plus die 6 Xingbao-Sets und das Lego Indiana Jones Set, was man dann hier hinten dran baut, die Flucht aus dem Tempel, man kriegt ein absolut geniales Set hin. Die 6 Xingbao-Sets, das hier und das Indiana Jones Set, da kriegt man 4.500 Teile Ultra-Dschungel-Indiana Jones Set hin. Man hat ja sogar dann die Originalfiguren. Wer übrigens das Lego Indiana Jones Set haben möchte, ich verkaufe meins mit Originalverpackung. Es ist vollständig. Es ist dieses Dschungel-Tempel-Escape-Set. Ja, es ist vollständig, es ist von Lego. Ich habe den Originalkarton. Wer es haben möchte, schreibt mich bitte an. Ansonsten setze ich es demnächst auf eBay-Kleinanzeigen. Warum ich es verkaufe? Ich muss alles loswerden. Ich habe keinen Platz. Okay, gehen wir es mal durch. Die Anleitung... Funhole typisch. Oh, wir haben sogar diesmal Aufkleber. Ganz vergessen. Obwohl, es gibt immer wieder Aufkleber bei Funhole. Okay, Anleitung bombastisch. Das sind die besten Anleitungen mit auf dem Markt. Man sieht genau, wo was hin muss vom LED-Set. Sie schreiben immer noch was dazu, was die Inspiration für das Set war. Man kriegt genau gezeigt, die Transferaufkleber, wie man die LEDs verbindet. Besser geht es nicht. Gut, man könnte sie noch farblich entsättigen, damit man besser sieht, wo die neuen Teile hinkommen. Aber die rote Umrandung und Pfeile, also perfekte Anleitung. Teilequalität, perfekt. Ich weiß, ob es Gobrik-Steine sind. Super. Kein Problem mit der Haltekraft, gar nichts. Hier ist alles fantastisch. Die Farben, wir haben keine Farbabweichung innerhalb der Farben. Wir haben keine Klemmkraftprobleme, egal ob es an einer Noppe hängt. Es ist einfach nur göttlich. Sticker. Ich glaube, die werten das Set sogar wirklich ein bisschen auf, weil so ein bisschen... Runen, Inschriften, das, was der Archäologe halt gerne hätte. Die Aufkleber, der Bogen, der ist richtig dick, der biegt sich nicht ganz so leicht. Das ist ein bisschen dicker. Das sind Transferaufkleber, wie ihr es von Sembo kennt. Das heißt, ihr bringt es auf, zieht danach die Folie ab und nur das, was auf den Stein gehört, ist auf dem Stein. Damit hat man keinerlei Probleme mit der Farbtreue. Also, Anleitung die beste mit auf dem Markt, Steine mit die beste auf dem Markt. Aufkleber die besten auf dem Markt. Die LED-Sachen, weil die Firma gehört zu Lighthailing, sind mit die besten auf dem Markt. Deshalb meine Begeisterung für Funhole, mal abgesehen vom Namen. Aber das sind einfach geniale Sets. Wie gesagt, mir gefallen nicht alle, aber die, wo ich gebaut habe, sind immer fantastisch und allein schon der Cyberpunk-Bahnhof oder der Zug sind einfach genial. Und das hier ist für mich, ich drehe es noch einmal, einfach ein wunderschönes Set. Und es hat so viel Potenzial. Wirklich. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit den Dschungelsets drumherum und dann hier hinten den Indiana Jones Anbau. Das wäre so ein geiles Diorama, was man hier draus bauen könnte. Ich weiß, man mischt die Steine dann, aber okay. Steht ja Lego drauf, wer es wieder rausholen will. Okay. Aufbau, keinerlei Probleme. Es kriegt alles gut gezeigt mit dem Verlegen von den Kabeln. Man schafft es nicht immer, alle Kabel
komplett unsichtbar zu verlegen. Aber wenn man sich noch ein bisschen mehr Mühe gibt wie ich, dann kriegt man das auch noch ein bisschen besser hin. Und wenn es dann beleuchtet im Regal steht, dann sieht man die dünnen Fädchen auch nicht mehr so arg. Also ich finde es vollkommen in Ordnung. Design vom Aufbau ist auch gut. Es ist alles solide. Es drückt sich nirgendwo was durch. Es bricht nirgendwo was ab. Also da hat der Designer auch vollkommen gute Arbeit geleistet. Und es bleibt mir eigentlich nur noch, es auszumessen, weil hat die Minifiguren. Hat man schon mal ein Set von denen mit Minifiguren? Ich glaube nicht, ne? Das erste Set mit Minifiguren. Die Minifiguren sind blöd. Die bestehen aus zwei Teilen. Beine lassen sich bewegen, nicht zur Seite, aber vor und zurück. Wir haben keine Noppen hinten, wir haben richtig runden Hintern. Die werden dann hier unten in so eine Kreuzaufnahme reingesteckt. Dann kommen die Arme und die Hände dran und gerade die Hände, die Proportionen, das sieht doch furchtbar aus. Also die Unterarme sind dicker als die Oberarme, das ist so richtig Popeye-mäßig. Ich meine, wer das mag, super. Ich finde sie furchtbar. Es ist nicht das, was dabei ist. Allerdings in den Jinbao-Sets, da sind richtig coole Minifiguren drin. Ich möchte sie nur noch mal anpreisen, ich muss mein Zeug loswerden. Gell? Aber da sind richtig coole Minifiguren drin. Und die sehen auch ziemlich nach Indiana Jones aus. Okay. Ansonsten, es ist nett, dass sie Figuren jetzt dabei haben. Aber ich finde, wenn die Hände und die Unterarme hier dicker sind als da oben, das sieht einfach komisch aus. Das fand ich bei Popeye schon. Hat euch Popeye gefallen? Mir nie, oder? Ich fand das schon immer doof als Kind. Ging nie an mich ran. Okay. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, wie immer bei Funhole, hier hinten über USB, da kommen 3 AA-Batterien rein. Wie lange die halten, weiß ich nicht. Ihr könnt es aber auch halt direkt über USB machen. Wunderbar. Größe, da war ich vorher stehen geblieben, vor lauter Babbeln. Nur falls es jemand auf die Idee kommt mit den Indiana Jones Filmen. Es gibt im Moment 3 Indiana Jones Filme. Ich habe gehört, die drehen noch einen. Komischerweise heißt der 5. Und ich weiß nicht mal von dem 4. Das wundert mich. Kennt jemand von euch Indiana Jones 4? Nee, oder? Kennt keiner. Der 3. ist übrigens mein Lieblingsfilm. Ich habe letztens den 2. nochmal angeguckt mit den Kindern. Und den hatte ich damals, wann kam der ins Kino? 84, 85, sowas. Da fand ich den genial. Mittlerweile finde ich ihn nicht mehr besonders gut. Der ist nicht so gut gealtert. Wir sind bei 27 cm Breite. Der 1. und der 3. das sind absolut geniale Filme. 22er Höhe und eine Tiefe ohne die Batteriebox von 29. Okay. Also im Endeffekt, ich kann nur eine negative Sache an dem Set sagen, das sind die Unterarme von den Minifiguren. Es sind wirklich nur die Unterarme, ansonsten der runde Pop ist, dass man die nicht hinsetzen kann. Man kann was hinstellen, darum geht's. Aber die Unterarme und die Hände sehen einfach furchtbar aus. Ansonsten ist das Set einfach genial. Es tut mir leid, es ist absolut genial. Ja, Indiana Jones und Funhole, das ist bei mir dann halt Synapsen durchdrehen. Aber ich denke, ihr könnt es. Also wer das Set scheiße findet, tut mir leid. Das kann ich nicht nachvollziehen. Okay, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wenn es euch gefällt, wunderbar. Wer das hier haben will, schreibt mich an. E-Mail steht in der Kanalinfo. Wer meine Jingbao-Dschungelsets haben will, 6 Stück, schreibt mich an. Und wer mein Lego-Set haben will mit dem Tempel, schreibt mich an. Und wer alle 3 haben will, schreibt mich erst recht an. Okay, ein bisschen Eigenwerbung, verzeiht's mir. Aber ich muss das Zeug echt loskriegen, ich brauche den Keller. So, das war's. Bis auf die Minifiguren, absolut genial. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt Pantasi. Es ist ein Anime-Computerspiel-Computerset. Ich weiß nur nicht, welchen Anime und welches Computerspiel und welchen Computer. Vielleicht ein MSX-Computer? Das ist ein japanischer.
So ein kleiner Computer, also ähnlich wie der Pantasi-Spielautomat. Ist es ein Computer und macht er den auf und dann ist er innen drin im Leben. Das sieht so genial aus. Und wie gesagt, Funhole und Pantasi machen halt momentan die originellsten Set in der besten Qualität mit den besten Anleitungen. Deswegen stellen wir euch das halt dann auch immer vor. Auch wenn die Zuschauerzahlen nicht so gut sind, bei Funhole geht's, bei Pantasi sind die Zuschauerzahlen immer relativ niedrig. Aber ich werde es trotzdem weiter vorstellen, weil ich denke, das sind Nischenprodukte, die brauchen auch irgendwo ihren Platz. Und die 1:8 Autos, die kriegt er ja trotzdem. Danke, macht's gut, euer Frank. Ja, die Stimme ist noch ein bisschen. Bye, bye.